Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Train Sim World 4 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und wir begeben uns heute wieder auf die neue amerikanische Strecke Long Island Railroad Commuter. Genauer gesagt ist es ja ein kleines Streckennetz und da habe ich mir gedacht, nachdem wir uns die Einführung angeschaut haben, machen wir nun unsere erste Fahrt auf dieser Strecke und spielen eines der 6 mitgelieferten Szenarien. Außerdem stehen uns auch rund 600 Fahrplanfahrten zur Verfügung. Dass hier bei mir jetzt 625 steht und dass hier 9 Szenarien stehen, das hängt damit zusammen, dass ich auch das Fahrzeug M3 installiert habe. Das ist ein separates Fahrzeug, DLC. Und wenn ihr das schon im Besitz habt, dann gibt es 3 zusätzliche Szenarien sowie zusätzliche Fahrplanfahrten. Wir werden uns natürlich heute ein Szenario anschauen, wo wir mit dem neuen Fahrzeug der M9 unterwegs sind. Und da dachte ich hier an das Szenario Driving Range. Übernehmen Sie im Rahmen des Festival of Golf einen morgendlichen Zusatzdienst von Jamaica nach Hempstead und lernen Sie nebenbei etwas über die Geschichte des Golfsports auf Long Island. Klingt interessant und vom Golfsport habe ich nicht so viele Ahnung. Ich habe ein bisschen Ahnung vom Minigolf, aber vom richtigen Golfsport habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber Drive ist dort, glaube ich, ein Spielzug, den man da machen kann. Also begeben wir uns hinein, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wir werden im Verlauf der nächsten Tage natürlich auch viele Fahrten auf dieser Strecke machen und wir werden zukünftig bei den Fahrplanfahrten wieder mehr auf den Reisemodus eingehen. So, Driving Range. Guten Morgen, heute fahren Sie mit diesem frühmorgendlichen Sonderzug von Jamaica zum Hempstead Abzweige. Dieser Zugdienst soll zusätzliche Kapazitäten für Fahrgäste schaffen, die an dem aktuellen Festival of Golf auf Long Island teilnehmen möchten. Bitte bereiten Sie sich auf die Abfahrt vor, bevor die Fahrgäste hier bei Jamaica einsteigen. So, und wir... Ja, hier drüben sehen wir gerade, hier fährt ein M7 ab, das ist der zweite Fahrzeugtyp. So, jetzt bereiten wir erstmal unseren Zug, wie gerade gesagt, für die Abfahrt vor. So, Führerstand einschalten, Signalleuchten ausschalten. Dann die Spitzenlichter auf dimmen und den Richtungswender auf vorwärts setzen. Und dann müssen natürlich die Bremsen aufgeladen werden. Und unser Zug ist abfahrbereit, so die Bremsen aufladen, genau. Und damit können wir die Türen öffnen, dass die Fahrgäste einsteigen können. So, das machen wir jetzt und die werden ein paar Minuten brauchen. Und hört ihr das? Wo wir jetzt hier gerade sind, das ist die Jamaica Station. Das ist auf der Insel Long Island der wichtigste Umsteigebahnhof. Der wird täglich von etwas mehr als über 200.000 Fahrgästen passiert. Und hört ihr diese ganze Geräuschkulisse, wenn die Züge hier über die Weichen rattern? Das ist schon richtig, richtig gut gemacht. Unser Weg, der führt uns heute über einen dieser Streckenabschnitte der Long Island Railroad. Wir schauen mal auf die Streckenkarte. Hier sind wir jetzt, hier ist die Long Island, hier ist die Station Jamaica. Wir können hier hinfahren zur Penn Station und da ist auch der Sunnyside Rangierbahnhof mit dabei. Hier geht's nach Atlantic City. Hier dieser Streckenabschnitt, der ist neu Richtung Long Beach. Dann geht es hier zum Belmont Branch, das ist dieser kleine Abschnitt, wo man zur Pferderennbahn kommt. Dann geht es hier nach Hempstead, den werden wir jetzt befahren, den Abschnitt. Und hier geht es bis nach Hicksville. Also ihr seht, ein schönes kleines Streckennetz. Aber hört ihr das? Hört ihr das? Schaut euch das mal an. Klingt doch geil, oder? Eine wesentlich verbesserte Geräuschkulisse, die wir hier haben. Klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut, oder? Was meint ihr? So, wir schauen mal. Die Fahrgäste sind fast fertig mit dem Ein- und Aussteigen. Und ihr seht, wir haben für unsere Fahrt auch keinen festen Fahrplan. Das heißt, ist jetzt nicht, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie hetzen. So, wir schließen die Türen. Und dann sind wir bereit für die Abfahrt. Alle Fahrgäste sind an Bord und wir werden bereit für die Abfahrt nach Osten in Richtung Hempstead. Wir halten im Hillsdale Betriebswerk, damit der Lokführer, der diesen Zug gebracht hat, aussteigen und die Schicht fortsetzen kann. Okay, machen wir doch ein Taxi für unseren Kollegen, aber ist ja kein Problem, wenn das die Fahrdienstleitung genehmigt. So, dann lösen wir einmal die Bremse und setzen uns schließlich in Bewegung mit unserem schönen Zug. Das DLC Long Island Railroad besitzt offizielle
Lizenz der Eisenbahngesellschaft MTA. Und dieses Fahrzeug, diese M9, die gibt es jetzt hier erstmals in Schweinsim World 4. Die Long Island Railroad, diese Strecke, das ist keine unbekannte. Denn die Long Island Railroad gab es bereits im Jahr 2018 als DLC für das damalige Transim World 1, also für das erste Transim World. Die Strecke konnte natürlich als DLC dann in die weiteren Teile von Transim World übernommen werden. Und nun hat man sich entschlossen, halt dieses DLC, also auf Basis DLCs ein zweites zu entwickeln, also die Long Island Railroad aus dem Jahr 2024, das ist ein neues, separates DLC. Und die Strecke hat nun die Transim World 4 Features bekommen. Und neben den Transim World 4 Features gibt es halt diese Streckenerweiterung in Richtung Long Beach und das neue Fahrzeug M9, was wir jetzt hier gerade fahren. Also ein neuer moderner Nahverkehrszug, der seit 2019 auch auf der echten Long Island Railroad unterwegs ist. Diese Fahrzeuge haben dort überwiegend die älteren Fahrzeuge, zum Beispiel der M3, abgelöst. Beide Fahrzeuge sind sehr ähnlich. Es gibt jetzt auf meinem Kanal für diese beiden Fahrzeuge natürlich auch Videos zu den Trainingsmodulen und vor allem ganz wichtig auch ein Video zu den Zugsicherungssystemen, denn wir müssen hier zwingend mit den Zugsicherungssystemen fahren. Das ist das ATC und das ist auch das ACSES. Das linke hier, das ist das ATC. Das gibt uns halt so vor, wie schnell wir laut den Signalen fahren dürfen. Und das hier ist das ACSES. Das gibt uns dann die Streckengeschwindigkeiten vor. Aktuell zeigt er jetzt keine Streckengeschwindigkeiten an. Es kann aber durchaus passieren, dass öfters mal hier zwei verschiedene Geschwindigkeiten angezeigt werden. In diesem Fall gilt immer die langsamere Geschwindigkeit. Es gibt, wie gesagt, ab spätestens 11.45 Uhr auf meinem Kanal das Tutorial zu ATC und ACSES. Und wir müssen natürlich auch den Elator bedienen. Das ist sowas wie die SIFA, also der sogenannte Todmann-Schalter. Bestätigen, quittieren, zurücksetzen machen wir alles auf der deutschen Tastatur mit der Taste Q. Die Zugsicherungssysteme, das Ganze sieht natürlich alles wesentlich komplizierter aus, als es eigentlich ist. Man muss eigentlich nur quittieren und eventuell bei langsameren Geschwindigkeiten einfach herunterbremsen. Hier erwartet uns zum Beispiel eine 30, das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht hier auf 80 hoch zu beschleunigen. Und wir sehen auch, dass hier sehr, sehr viel Verkehr ist. Was mir bei der neuen Long Island Railroad gefällt, dass diese ganze Stadtszenerie deutlich besser aussieht als im ersten Teil. Also da hat man schon nochmal Hand angelegt und das Ganze nochmal etwas verbessert. Man hat jetzt eher das Gefühl, hier wirklich in der Großstadt zu sein, beziehungsweise eine Großstadt mit ihren Vororten zu verbinden. Also das sieht jetzt deutlich besser aus, als es vorher war. Wobei ich aber dazu auch sagen muss, dass ich die alte Long Island Railroad schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe. Das letzte Video, was wir dazu aufgenommen haben, war im Jahr 2020. Wo wir uns dieses M3-Fahrzeug angeschaut haben und die Fahrzeuge der Stammstrecke. Das sind wir, glaube ich, das letzte Mal. Oh Gott, wann war das? Das ist auch schon länger her. So, ihr seht also jetzt hier bei den Zugsicherungssystemen, hier sehen wir zwei verschiedene, Streckengeschwindigkeit 80 und Signalgeschwindigkeit 40. Das heißt, wir müssen uns immer nach der langsameren Geschwindigkeit richten. Wir sind aber gerade ein bisschen zu langsam unterwegs mit unserem Fahrzeug und in 3000 Fuß müssen wir sowieso anhalten und unseren Kollegen rauslassen. Hillsdale Facility Bahnsteig B, das ist wahrscheinlich das, was da vorne dann schon kommt. So, jetzt dürften wir 60 fahren. Ihr seht, jetzt ist die Streckengeschwindigkeit die langsamere. Aber wir werden jetzt hier nicht mehr auf 60 beschleunigen, denn die Fahrzeuge brauchen auch ein bisschen beim Bremsen, aber... Hört ihr das hier? Hier sehen wir schon das Betriebswerk, die Hallen. Da wir ja keinen festen Fahrplan haben, ihr seht es ja selber, werden wir natürlich jetzt auch uns ein bisschen Zeit lassen. Ich hoffe, dass wir nicht allzu lang brauchen. Aber was mir natürlich bei den alten Strecken gefällt, und das sieht man auch hier, das ist, wenn diese alten Strecken diese neuen Features bekommen,
Das sind die TSW 3 und TSW 4 Features, sprich das bessere Wetter. Dieses ganze neue Belichtungssystem. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das hat man beispielsweise auch bei der West Somerset Railway gesehen. Das kam ja im Januar, dieses große Update. Und da war es wirklich ein Update. Hier ist es ja ein neues, separates DLC. Und das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, jetzt rollen wir natürlich noch ein bisschen zu langsam. Wir wollen doch nicht so lange spielen, sondern wir wollen eigentlich schon die Spielzeit einhalten. Gut, dann halten wir jetzt einmal hier an. Und mal gucken, muss ich jetzt die Türen komplett öffnen oder steigt der Kollege? Tatsächlich muss ich alle Türen entriegeln, sodass eventuell... So, wir haben auch Zugzielanzeigen in beiden Fahrzeugen. Also an den Seiten in beiden Fahrzeugen und bei dem M9 hier vorn. Die können wir im Fahrplanmodus auch selbst einstellen. Da müssen wir uns einfach die Zugnummer merken, die da im Fahrplanmodus steht. Das ist der Eliator. Wie gesagt, sowas wie die SIFA. So, Kollege ist ausgestiegen. Dann wünsche ich unserem Kollegen noch eine angenehme Schicht. Und wir setzen unsere Fahrt fort in Richtung Hampstead. Ist wie gesagt einer der kürzeren Abschnitte. Eine Fahrt zum Beispiel von Penn zum Long Beach, dem neuen Streckenabschnitt. Wenn wir den komplett abfahren, dauert das über eine Stunde. Dann gibt es aber auch noch so einige Express-Umläufe. Die gehen dann etwas schneller. Schaut mal, das ist auch sowas, was mir auffällt. Volle Betriebsbahnhöfe, stehen eben wirklich mal mehrere Züge auf mehreren Gleisen. Schaut mal, das ist dieses DLC, der M3. Das ist ein separates Fahrzeug-DLC. Finde ich auch schön, dass man sowas in den Szenarien einbaut oder wahlweise in den Szenarien sieht, wenn man denn dieses Fahrzeug besitzt. So. Die Züge der Long Island Railroad sind mitunter bis zu 10 Wagen lang. Ein Zug, der M9 bzw. M7 besteht immer aus zwei Zugteilen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Berliner S-Bahn. Also immer aus einem A- und einem B-Teil. Und insgesamt sind Zugreihungen von bis zu 10 Wagen möglich. Die Züge sind zugelassen für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Meilen. Das entspricht 160 Stundenkilometern. Die fahren wir aber, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, auf dieser Strecke nicht aus. Wir fahren so maximal 80. Aber ich könnte mich auch erinnern. Ich bin, wie gesagt, lange nicht mehr hier unterwegs gewesen. Das ist wirklich sehr, sehr lange her. Ihr seht, bei 80 hat der Zug schon zu tun. Wir müssen auf jeden Fall am nächsten Bahnhof Stewart Manor müssen wir auf jeden Fall rechtzeitig bremsen. Und es ist ja seit über 6 Monaten wieder mal eine neue amerikanische Strecke für Trains and World 4. Also gab es wirklich länger nichts mehr. Das muss man schon dazu sagen. Hier kommt uns ein M7 entgegen. M7 und M9, die Züge sind sich ja sehr, sehr ähnlich, obwohl sie von zwei verschiedenen Herstellern sind. Der M7 ist von Bombardier und der M9 ist von Kawasaki. Aber der M9 ist auf Basis des M7 entwickelt worden. Der hat halt einige Detailverbesserungen. So, jetzt lasse ich den erstmal rollen. Davon kommt ohnehin 70, dann kommt 50. Und da wird uns sowieso schon das ATC schon noch darauf hinweisen. Wenn uns das ATC runterbremst, ich bremse jetzt mal selber auf die 79, dann zeigt es hier sofort eine niedrigere Geschwindigkeit an. Dann müssen wir sofort die Bremse anlegen. Aber meistens bremst uns das dann sogar von sich aus runter. Aber wir müssen die Bremse anlegen und wenn wir das gemacht haben, müssen wir das Ganze auch bestätigen mit Q. Und da sollten wir uns nicht allzu viel Zeit lassen. So, davon... Das ist zum Beispiel die 70, jetzt hatten wir es aber gerade, dass das dieses Piepen heißt. Dann Achtung, hier hat sich was geändert, Kollege. Bitte aufpassen. So, am nächsten Bahnhof müssen wir schon anhalten. Oder das 9000? Ist das schon der nächste oder der übernächste? Ich weiß es gerade nicht. Ich bremse jetzt auf jeden Fall mal auf die 50 runter. Wir haben keinen festen Fahrplan, von daher... Nee, es ist nicht der nächste Bahnhof, das ist wahrscheinlich erst der übernächste, wo wir dann raus müssen oder anhalten müssen. So, das war auch das Ding. Und jetzt hat uns, seht, jetzt hat uns auch das ATC selbst gebremst. Und das bremst natürlich ein bisschen kräftiger.
Das müsst ihr euch vorstellen, das ATC, das funktioniert wie die, das funktioniert wie die SIFA, wie die LZB im Deutschen. So ähnlich ist ja auch die Funktionsweise vom ATC. Ihr seht, das hat jetzt gesagt, nee, Kollege, hier darfst du nur 40 fahren. Laut Signalgeschwindigkeit. Und jetzt machen wir einen Abstecher hier. Hier zweigt nämlich der Hempstead Branch ab. Der führt von hier aus dann eben in Richtung Hempstead. Und hier, das ist die Mainline, die führt dann weiter in Richtung Hicksville. So. Die Hempstead Branch sind wir damals, glaube ich, auch abgefahren. Aber das ist, da kann ich mich kaum noch erinnern. Auf jeden Fall, für Fans stellt sich natürlich die Frage, kann ich denn diese Strecke empfehlen grundsätzlich? Also für all diejenigen, die die Vorgängerversion noch nicht haben und einfach mal so richtig Bock haben auf eine Strecke, wo sie eben mal so ein bisschen wirklich S-Bahn fahren können und wo sie wirklich mehrere Ziele erreichen können. Ich habe euch ja die Streckenkarte gezeigt, es ist ja wirklich so ein kleines Streckennetz, was hier geliefert wird, kann man sich das meiner Meinung nach anschauen. Normalpreis für die Strecke ist 35,99 €. Auf Steam gibt es noch bis morgen, also zum 30. April, dem offiziellen Release-Tag, da gibt es noch Rabatt von bis zu 10%. Und wenn ihr die alte Strecke im Besitz habt, dann gibt es weitere 10% Treuerabatt. Lohnt sich das, wenn ihr die ältere Strecke schon im Besitz habt? Und das ist halt meiner Meinung nach eine sehr, sehr schwierige Frage. Müsst ihr natürlich selber wissen. Also natürlich sieht die neue Long Island Railroad viel schöner aus. Es gibt viele Fahrten, über 600 Fahrten, die allein schon hier dabei sind. Aber ob sich das lohnt, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Also wenn ihr absolute super S-Bahn-Fans seid und mal wieder eine neue Strecke oder eine alte Strecke im Gewand der neuen TSW 3 und TSW 4 Features sehen wollt, dann kann man sich das natürlich holen. Aber wie gesagt, die Entscheidung müsst ihr da letzten Endes selber treffen. So, jetzt haben wir die erste Station erreicht. Garden City Golf Club ist einer der wenigen verbleibenden Men-Only Golf Clubs in den Vereinigten Staaten. Er wurde erstmals 1897 als Long Island Golf Links eröffnet und war mit dem... Bis 1899 war der Platz auf 18 Löcher mit einer Länge von 6000 Yards erweitert worden. Derzeit sind es 6926 und im Jahr 2013 wurde der Garden Golf City Club auf Platz 26 der Liste 100 besten Golfplätze der USA im Golfmagazin auf Platz 47 der 100 besten Golfplätze der Welt. Okay. Ja, Leute, es tut mir leid, ich kann so schnell nicht lesen. Es tut mir leid, gerade beim Vorlesen. Aber trotzdem schön mal zu wissen, dass hier in der Nähe dieses Bahnhofes eben ein Golfplatz zu finden ist. Wahrscheinlich scheint er ja wirklich gleich, ist der gleich hier in der Nähe? Nee, hier ist ein Fußballfeld. Aber auch schön, dass wir jetzt hier die Schranken zum Beispiel hören. So, was kommt noch als nächstes? Nassau Boulevard, Garden City Bahnsteig, Country Life Press und Hempstead. Soweit ist es also gar nicht, was wir hier fahren. Soll auch nur 35 Minuten dauern, dieses Szenario. Ich finde auch dieses Läuten der Bahnschranken schön. So, dann verriegeln wir einmal die Türen und bereiten uns wieder auf unsere Weiterfahrt vor. Dieses Läuten, das ist der Schaffner. Und da gibt es auch ein Szenario, wo wir sogar wieder selbst Schaffner sein können. Und das dauert auch relativ lange. So. Jetzt also lasse ich euch mal allein mit dem, mit der Abfahrt dieses Zuges. Seht, auch animierte Bahnübergänge sind dabei. Und da vorne, ja, da beschleunigen wir einmal richtig und dann erreichen wir da vorne schon unsere
nächste Station. Das heißt, da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht so weit auf die 70 zu beschleunigen. Ja, der größte Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen, M7 und M9, das ist vor allem die Geräuschkulisse. Die M7 klingt etwas anders. Und nicht etwas, die klingt deutlich anders. So, da kommt schon der nächste Bahnhof. Ihr habt auch gesehen, dass wir einen etwas längeren Zug heute fahren. Wo man schon sehr, sehr genau am Bahnsteig halten muss. Viele Leute, die diesen Zusatzzug nutzen, das ist halt manchmal immer so ein bisschen das Problem, was ich bei Verstärkungs- und Zusatzzügen erlebe. Sie werden zwar eingesetzt, aber sie werden zu wenig angekündigt, sodass eigentlich gar keiner weiß, dass Verstärkungszüge fahren. Und dann fahren die meistens nur halb leer durch die Gegend, weil es einfach nicht richtig bekannt gegeben wurde. Also, das habe ich zumindest schon mal öfters erlebt. So, da sind wir am nächsten Bahnhof ein bisschen wieder vorbei, aber grundsätzlich... So, Garden City Country Club, eben als Walter Trent entworfen, liegt ein paar Meilen östlich von Garden City Golf Club. Er liegt in einem kleinen Grundstück inmitten von einem bebauten Gebiet, macht danke Travis das Beste daraus. So, mit einer Länge von über 6500 Fuß ist er der kürzeste Grundstück, traditionell Ost-in-West-Kurs, bei dem nach dem 9. Loch nicht mehr ins... Die Spieler müssen die Bahnlinie zweimal überqueren, einmal an Loch 2 und einmal Loch 17. Aus dem Grund, die Rückkehr Golfclubs ist noch ziemlich schwierig, da die Long Island Railroad den Weg zum Bahnhof Nassau Boulevard direkt durch den Platz... Wir fahren also direkt durch den Golfplatz jetzt, okay. Sehr interessant. Sehr interessant, da müssen wir mal Ausschau halten. Sehr informativ und interessant. Das ist halt auch das, was ich jetzt an den aktuellen Szenarien zu den neueren Strecken wirklich schätze, dass sie sehr, sehr informativ sind. Und wie gesagt, wir werden jetzt auch uns ein Szenario anschauen. Wir werden uns auch diese Erklärung der Zugsicherungssysteme anschauen. Und das muss ich sagen, dieses Erklärungsszenario ist super, wirklich sehr gut gelungen. Kann ich nur sagen, ist wirklich extrem gut gelungen. Und ich würde mir wünschen, auf dieser Basis auch Erklärvideos zum Thema PZB zum Beispiel. Das hat sich allgemein deutlich gebessert in Transom World. Also auch bei der London-Strecke viele Szenarien. Da gab es so ein Szenario Fußball zum Beispiel, was zu den Fußballclubs in London erklärt wurde. Also das ist mittlerweile deutlich informativer geworden. Wir können uns das Ganze auch anschauen, wenn wir zum Beispiel, ja... Nur mal gucken, ob wir irgendwas von dem Golfclub hier sehen. Hier scheint eine Schule zu sein. Da steht zum Beispiel Schule. Das hier? Nee, das ist ein Baseballfeld. Das müsste doch nicht über 40 gewesen sein, oder? Ja, ihr seht. Man muss ja schon sehr auf die... Ach, weil da vorne ein haltzeigendes Signal ist. Und das ist der Grund. Lass uns mal gucken, ob wir diesen Golfplatz hier irgendwo sehen. Hier ist noch ein Baseballfeld. Das ist ein Footballfeld hier, schaut mal. Das hier ist ein Footballfeld, sieht man an diesen Yardlinien. Ich zeige euch das mal. Ist ja auch ein Sport, der immer beliebter wird, auch in Deutschland. Aber wo sind die... Vielleicht wahrscheinlich aber schon wieder übersehen, schätze ich jetzt mal. Gehe jetzt mal auf die 20 runter, da wird jetzt eh gleich von uns eine 20 wollen. So, Garden City. So, wenn wir übrigens nicht bestätigen, kriegen wir eine Zwangsbremsung. Schaut auch mal, euch mal auch die ganze Ausgestaltung hier an den Bahnhöfen. Es wirkt deutlich schöner. Und es ist auch richtig Leben auf den Bahnsteigen. Es ist nicht nur zwei, drei Leute, die da stehen. Das sind wirklich mehrere diesmal. Man hat viel mehr das Gefühl, in einer großen Stadt oder wirklich in einer Großstadt Vorstädten unterwegs zu sein. Das merkt ihr auch, wenn ihr an der Penn Station unterwegs seid. Da ist richtig Betrieb. Und was auch bei den Fahrplanfahrten neu dazugekommen ist, es gibt jetzt auch die Möglichkeiten,
im selben Fahrplan-Szenario ohne Unterbrechung weiterzufahren. So, Chavy Valley, ebenfalls ein Walter Travis und entworfen, wurde von Mitgliedern des Clubs gegründet und liegt wie die beiden anderen Plätze. Der Platz beginnt mit 280 Yards lang Par 4, das auf Handstake bezeichnet wird, da der Platz danach weit schwieriger ist. So, ich mache jetzt mal die Türen auf. So, Platz wurde 1962 von Robert Trent Jones und zuletzt 2012 von Stephen Kingley verlängert. Ich habe noch gar keinen einzigen. Also die scheinen wirklich ein bisschen weiter weg zu sein. Wie gesagt, zum echten Golf kann ich persönlich nicht viel sagen. Ich kann nur was zum Minigolf sagen. Und das ist halt so was, die Beschäftigung, vor allem im Urlaub. Und das macht halt auch riesen Spaß. So. Ne, bei noch ein paar Screenshots. Okay. So, das Signal da vorne zeigt halt, das heißt, warte, wir müssten ja auch fast am Ziel. Ne, jetzt kommt noch, Country Life kommt noch. Oh, jetzt haben wir wirklich ein bisschen länger aufgeteilt. Ach, da kommt ein Zug entgegen. Ach, stimmt, das kann sein, dass die Strecke hier nämlich eingleisig wird. Da kommt nämlich gerade noch ein Zug entgegen. Ach, schaut mal, auch diese ganze Bebauung hier, der gegen so in die Tiefe. Das ist deutlich besser bei dieser Streckenversion. Also, das sieht schon viel, viel mehr nach Stadt aus, muss man echt sagen. Ja, da ist eingleisig und bevor der Zug nicht vorbei ist, können wir natürlich nicht auf das eine Gleis. Was mich ein bisschen wundert, gar kein Verkehr auf der Straße hier aktuell war vorhin. Also, ich habe doch bei keinem Bahnübergang Autos gesehen, die warten. Seht auch, dass das DLC die offizielle Lizenz der MTA hat. Jetzt kommt halt die M7 hier rein. Da seht ihr, die hat einen ganz anderen Sound. So, dann müsste unser Fahrweg jetzt fast frei sein. Meine ersten Probefahrten zeigen auch, dass der Fahrplanmodus dieser Strecke relativ entspannt ist. Man ist ja schneller am Ziel als zu spät. Zumindest zeigen das so die ersten Fahrplanfahrten, die ich mal angefangen habe. So, jetzt können wir die Türen verriegeln. Dann müsste, ja, unser Weg ist immer noch nicht frei. Das über das Skript. Ja, jetzt ist der Weg freigeschalten. Aber noch nicht das Signal. Was ist das Problem jetzt hier? Doch, er zeigt grün an. Jetzt können wir zum nächsten Bahnhof fahren, aber nicht so schnell, sondern maximal 20. Da vorne ist eh 20 auf dem Abzweig und dann sind wir ja auch gleich am Ziel. Das war von hier aus nicht mehr so weit, soweit ich mich erinnere. Ja, bei den Textmeldungen, dass ich das nicht so schaffe, das liegt natürlich einerseits an mir, dass ich das nicht schaffe, so schnell zu lesen. Aber andererseits auch sehr, sehr kurze Zeit zum Vorlesen. Aber es ist schwierig, finde ich immer schwierig. Vielleicht sollte man das machen, dass bei sowas das vielleicht auch mit angesagt wird. Aber dann ist wieder das Problem, wenn es angesagt wird, musste es natürlich auch in verschiedenen Sprachen, verschiedenen Lokalisationen. Und das dürfte dann wieder schon etwas schwieriger sein. So. Oh, Moment, hier vorne ist ja nur 15. Wieso bin ich da überhaupt so schnell gekauft? Achso, der eine Abzweig ist 20 und der andere 15, okay. Was Geschwindigkeitsüberschreitungen angeht, da gibt es Toleranz von 3 km/h. So, geht der andere Abschnitt eigentlich auch weiter? Ja, der geht auch noch weiter, aber hier scheint nicht ausgebaut zu sein, Abstellbereich oder so zu sein. Ja, der letzte Abschnitt, den habe ich auch noch so in Erinnerung. So, das war nochmal das ATC, das wir wegen dem roten Signal davon mit auch nur 15 fahren dürfen. Also unser Züglein hier entspannt
rollen lassen. Ja, das könnte sogar hinkommen. Ja, da hinten ist schon die Endstation zu sehen. Die nächste blaue Markierung, das müsste dann Hempstead sein. Genau, dann haben wir dieses sehr interessante und informative Szenario abgeschlossen. Dabei einen weiteren Eindruck dieser neuen, wunderschönen Strecke gewinnen können. Ja doch. Und das Zugsicherfahren mit dem Zugsicherungssystem, was ja hier jetzt zwingend Pflicht ist, ist alles halb so schlimm. Alles halb so schlimm spielt dieses Szenario wirklich, das ist, und vielleicht ist das für euch die Motivation, sofern ihr noch ohne Zugsicherungssysteme gespielt habt bis jetzt, das auch mal auf anderen Strecken auszuprobieren. Das macht wirklich das Spielerlebnis, ist eine, finde ich, eine sehr schöne Erweiterung für das Spielerlebnis. Aber es ist halt meine Meinung dazu. So, Einfahrt also in die Station Country Life. Warten viele Leute, oder warten, die warten wahrscheinlich schon, bis der Zug zurückkommt in Richtung New York. Die werden doch wegen einer Station jetzt hier nicht allein steigen. Sieht man ja häufig, wenn der Fahrplan so gestaltet ist, dass der Zug erst zum Endbahnhof fährt und wenige Minuten später zurückkommt. Das siehst du oft an den ein, zwei Bahnhöfen vorher, dann schon die Leute stehen, die dann eigentlich schon auf denselben Zug warten, wenn er dann rückzugs in die andere Richtung fährt. Im Jahr 1920 kaufte eine Gruppe von Geschäftsleuten aus der Gegend von Hempstead auf Long Island 200 Äcker Ackerland, Wälder mit Absicht, einen Golfplatz zu bauen. Sie beauftragte Peter Lee mit dem Entwurf von dem Bau der ersten. Für die letzten hinteren 9 Löcher des Platzes hatte bis 1907 den Weg durch das Geschäftsleute gekaufte Waldgebiet angelegt. Nur in der Zeit ist es Stephen K. Restaurierungsarbeiten. Also, okay. Sehen, bekommen wir hier keinen Platz. So, heute können Golfer zwischen 4 Abschlägen wählen, sodass der Platz 5000 Yards und 6000 Yards. Okay, ist gut. Hempstead Golf Club ist ein privater Club für geladene Gäste mit einer strengen Kleiderordnung, der jedoch im Gegensatz zu Garden City Golf Club sowohl für Männer als auch für Frauen ist. Okay, ja. So. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Leute, ich habe Mist gemacht und müssen natürlich hier drüben die Türen öffnen und die sollten wir mal ganz schnell wieder schließen. Aber wir haben jetzt keinen Fahrplan. Ja, das ist das, wenn man nicht aufpasst. Mit der Türsteuerung, das ist ja links linke Türen, rechte Türen hier oben. Kennen wir so ein bisschen von den englischen Zügen. Ja, wer ins Gleis gesprungen ist, hat jetzt eben Pech. Aber sieht alles sehr nach nobler Vorstadt aus. Hier habt ihr Verkehr. Ah, seht auch deutsche Fabrikate an Autos, die hier gefahren werden. Sind ja in Amerika wohl auch sehr beliebt. Ja, wie gesagt, Elevator müssen wir auch bestätigen, wenn der Zug steht. So, na komm, geh zu. So. Man sollte auf jeden Fall immer warten, bis der Balken voll ist, um die Türen zu schließen. Bei Fahrplanfahrten geht das ja, je nachdem wie früh ihr da seid, auch manchmal so ein bisschen früher. So, wie weit beschleunigen wir denn jetzt hier? 3000 Yard. Gehe ich jetzt nochmal auf die 30? Das lohnt sich ja gar nicht. Maximal auf 20, bevor wir müssen dann sowieso wieder auf 10. Ich gehe jetzt nicht weiter als auf 20. Oder? Das lohnt sich doch jetzt gar nicht, ja. Erreichen wir Hempstead. Aber dieses Ganze mit Stromschienen, das erinnert mich natürlich sehr an die Berliner S-Bahn. Die 10 ist da, ist davon. Ja, lass mal den das mal wollen. Ich dürfe jetzt bloß nicht schneller als 15. Das wäre ja auch ein Traum von vielen, dass wirklich noch was in Richtung S-Bahn Berlin veröffentlicht wird. Halte ich aktuell aber für schwierig in Schweinsenwürth, aber es wäre echt der Traum, dass Berlin den Einzug in TSW bekommt, aber ich denke mal, wenn das der Fall sein sollte, dann wird es ja wahrscheinlich eher Berlin Hauptbahnhof tief werden, dann eben eher die Nord-Süd-Achse, weil die vielleicht etwas einfacher zu gestalten ist. Die Stadtbahn, das wäre natürlich das absolute Must-Have, aber sicherlich in TSW sehr kompliziert zu bauen. Und zwar nicht aus Performance-Gründen, sondern einfach, weil da so viele individuelle Gebäude stehen. Schaut mal, hier ist auch wieder ein Abstellbereich. Hempstead hatte ich jetzt auch nicht mehr so in Erinnerung. Bin zwar, wie gesagt, sehr, sehr lange nicht mehr gefahren.
Ja, ich hatte auch gesagt, wir werden bei den Fahrplanfahrten zukünftig eher wieder auch nicht nur auf die reinen Fahrplanfahrten achten, sondern auch wieder ein bisschen auf den Reisemodus, dass wir vielleicht da mal ein paar Kapitel abschließen. Werden denn Fahrplanfahrten auch im Reisemodus gewertet? Ja. Aber, wenn ihr euch so in der Fahrplanfahrt aussucht, aber Voraussetzung dafür ist, dass eben die Wetterbedingungen exakt die gleichen sein müssen. Und bei super schönem Wetter ist das kein Problem. Das habe ich ja bei der Dings gemerkt. Wie hieß die in die Strecke gleich nochmal? Bei dieser hier Ormskirk, also Blackpool-Strecke. Aber wenn die Wetterbedingungen irgendwie abweichend sind oder die Jahreszeit oder was weiß ich abweichend ist, dann wird das natürlich nicht gewertet. Szenarien werden auch gewertet, wenn man so spielt und Training sowieso. Aber bei reinen Fahrplanfahrten muss man da eben gucken, ob die Wetterbedingungen gleich sind. Deswegen empfehle ich manchmal auch eher darauf zu achten. Ich habe da sogar eine der wenigen Fahrten gefunden, wo zwischen Jamaica und der Penn Station alle Unterwegsmanöver bedient werden, denn da muss man schon ein bisschen suchen, um das Ganze zu finden. So, wir sehen auch hier funktionierende Zugzielanzeige an den Bahnsteigen. So, und das scheint ja perfekt hinzukommen mit den 35 Minuten Spielzeit. Die sind wirklich fast gleich um. Und wir sind am Ziel, das ist ja perfekt. Und auch hier müssen wir die Türen auf der linken Seite öffnen. Ihr seht, der Zug ist eigentlich schon zu lang für den Bahnsteig. So, damit erreichen wir unser Ziel. Öffnen die Türen auf der linken Seite und da müssen wir wieder mal unsere Signalleuchten einschalten und die wahrscheinlich ausschalten, denn der Zug fährt ja hier nicht weiter geradeaus, der fährt ja dann hier zurück. Und da sehen wir unsere erste Endstation und haben damit einen der ersten Abzweige erkunden können. Hier sehen wir also die Station Hempstead. Sehr modern auf jeden Fall gestaltet, sehr individuell auch gestaltet. Und damit haben wir die ersten der vielen Streckenabzweige erkundet. Hier drüben sehen wir auch abgestellte Züge. Und sowas, abgesehen von den vielen Menschen, die wir hier sehen, sowas, das sind halt so Sachen, die wirklich Leben auf diese Strecken bringen. Und das spätestens ab TSW 3 sieht man das eigentlich bei allen Strecken, die ab TSW 3 entwickelt wurden. Und allen Strecken, die ein Upgrade bekommen haben. Also, so. Das war eine gute Fahrt, sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Damit, ich glaube, sieht es ganz gut aus. Mit dem Szenario, wir kriegen die Platin-Medaille. Hier konnte man ja jetzt auch nicht viel verlieren. Perfekte angegebene Spielzeit. 35 Minuten 41 Sekunden haben wir gebraucht. Wir haben uns ja auch echt noch ein bisschen Zeit gelassen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war für heute unser erster Eindruck, unsere erste eigene Fahrt zur neuen Strecke Long Island Railroad Commuter in New York. Also, was mir an der Strecke sehr gefällt, sieht wunderschön aus, sieht mit den neuen Transamville 3 und TSW 4 Features sieht sie wunderschön aus. Wir haben zwei Fahrzeuge dabei. Wir haben über 600 Fahrplanfahrten schon im DLC mit drin. Und meiner Meinung nach, wenn ihr Fans von solchen S-Bahnen seid, Großstadt mit Vorstadt zu verbinden, wenn euch sowas Spaß macht, dann solltet ihr euch dieses DLC meiner Meinung nach auch holen. Ist, wie gesagt, bis morgen noch rabattiert auf Steam erhältlich. Und wenn ihr die alte Version besitzt, gibt es noch mal ein bisschen mehr Rabatt. Also, wenn ihr Fans von Vorortzügen, S-Bahnen seid, dann könnt ihr euch das holen. Es macht schon ein bisschen Spaß, mal ein kleines Streckennetz zu befahren. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und wie ist eure Meinung zur Strecke? Wie ist euer erster Eindruck? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr sie schon vorbestellt? Und ja, welche amerikanischen Strecken sollten eurer Meinung nach noch für Transamworld 4 veröffentlicht werden? Schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch bis dahin fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Habt bis zum nächsten Video eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.